Hallo, ich habe gerade eben die Flächeninhalte eines Dreiecks gemacht und mit verschiedenen Formeln, zum Beispiel entsprechend mit der Höhe, mit Sinus, mit den Vektoren. Und da hatte ich die Idee, das auch nochmal für die Parallelogramme zu machen. Denn hier ist es ja ganz interessant, dass man einmal mit der Höhe das ganz normal machen kann. Das heißt, die Fläche ist a mal ha, denn das liegt ja daran, dass wir das Stück, was da hinten übrig ist, eben hier ransetzen können. Und dann haben wir genau das Rechteck, was uns zu der Formel führt. Meistens sagt man auch nur kurz, die Fläche ist die Grundseite mal die Höhe. Und dann meint man eben, hier ist die Grundseite und die dazugehörige Höhe. Und dann hat man entsprechend hier auch sein Rechteck. Mit Sinus ist es auch ähnlich. Oder genauso wie bei den Dreiecken, bloß dass wir natürlich hier nicht ein halb davor schreiben. Und es gilt hier auch, dass wir a mal d mal den eingeschlossenen Winkel mit Sinus nehmen. Das heißt, die Fläche ist a mal d mal Sinus Alpha. Da aber natürlich d das gleiche ist wie b, kann man das natürlich auch direkt ersetzen. Das heißt, statt d können wir jetzt auch b schreiben, weil es ja genau gleich lang ist. Beim Parallelogramm sind ja immer die gegenüberliegenden Seiten parallel und gleich lang. Und wir können entsprechend statt Sinus Alpha können wir auch Sinus Gamma schreiben, denn in einem Parallelogramm sind ja die gegenüberliegenden Winkel auch immer gleich groß. Das heißt, wir können die Formel uns selber vereinfachen. Aber grundsätzlich könnt ihr euch merken, a mal b mal mal Sinus des eingeschlossenen Winkels. So könnt ihr immer den Flächeninhalt ausrechnen. Auch natürlich für jedes Dreieck, bloß dass ihr dann die Hälfte davon nehmen müsst. Und mit Vektoren, also in der Oberstufe, darf man eben jetzt hier den Vektor ab und den Vektor ac. Wichtig ist dabei, dass ihr immer von einem Startpunkt ausgeht mit den Vektoren und dann könnt ihr Vektor a Kreuz Vektor b nehmen, also das Kreuzprodukt, dann davon den Betrag und dann habt ihr auch den Flächeninhalt. Okay, das war's schon. Viel Spaß!